Herzlich willkommen zu meinem Vortrag über transmediale Wissenschaftskommunikation zur Covid-19-Pandemie, Übersetzungen und Rückübersetzungen im digitalen Diskurs. Es besteht ja kein Zweifel daran, dass die Covid-19-Pandemie die Wissenschaftskommunikation in einer ganz neuen Art und Weise in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt hat. Die wirklich alle Lebensbereiche und alle Teile der Gesellschaft betreffenden Auswirkungen der Pandemie haben auch der Vermittlung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden besondere Relevanz und auch Popularität verschafft. Denn auch wenn die Pandemie politisch diskursiviert wird und gesellschaftlich verhandelbar erscheint, ist sie im Kern eben immer noch ein Gegenstand vor allem der medizinisch-naturwissenschaftlichen Forschung, die entsprechend auch im Wissenschaftstransfer vermittelt werden muss. Verschiedene Medienformate wie der Coronavirus-Update-Podcast oder die sehr erfolgreichen Videos des Kanals MyLab auf YouTube zeigen, wie die aktuelle Medienlandschaft auf die neuen Bedarfe reagiert. Man kann ganz allgemein die popularisierende Vermittlung von wissenschaftlichen und hochspezialisierten Expertendiskursen in Alltagsdiskurse als Übersetzungsleistungen beschreiben. Und gerade die linguistische Wissenschaftskommunikationsforschung hat für diese Übersetzungsleistungen nützliche Analyse- und Beschreibungsinstrumentarien entwickelt, die sich natürlich auch auf die neuen Formate zum Thema Covid-19 anwenden lassen. Allerdings orientiert sich die bisherige Forschung zumeist in einem eher unidirektionalen Verständnis von Wissenschaftskommunikation, einer Art Einbahnstraßentransfer von der Wissenschaft hin zum Laiendiskurs. Und Ausgangspunkt meiner Überlegungen ist nun, dass dieses Verständnis die medialen Rahmenbedingungen der neuen digitalen Wissenschaftskommunikationsformate nicht mehr angemessen abbilden kann. An die Seite von Übersetzungsleistungen treten Rückübersetzungsleistungen und lösen das klassische Bild unidirektionaler Wissenschaftskommunikation ab. In meinem Vortrag möchte ich darum die Formen und Funktionen solcher Rückübersetzungsleistungen in der digitalen Wissenschaftskommunikation in einer Reihe von Beispielen zeigen. Dazu werde ich auf den medientheoretischen Begriff der Transkriptivität zurückgreifen. Ich möchte dann den Blick darauf lenken, wie gerade in sozialen Medien Wissenschaftskommunikation sich als Interaktion vollzieht, und davon ausgehend möchte ich Wissenschaftskommunikation beschreiben als etwas, was sich in integrierten Kommunikationsarenen vollzieht, ein Begriff aus der digitalen Diskursanalyse, den ich fruchtbar machen möchte für das Thema Wissenschaftskommunikation. Ich möchte gleich mit einem Beispiel beginnen, und zwar mit dem Kanal Dinge erklärt, kurz gesagt, der nach eigener Auskunft komplexe Themen einfach und verständlich in animierter Form erklärt. Im März 2020 erschien auf dem Kanal ein sehr erfolgreiches Video mit dem Titel „Das Coronavirus erklärt und was du jetzt tun solltest". Und das Video ist wirklich ein Lehrstück in Sachen populärwissenschaftlicher Vermittlung. Das beginnt bei den sehr eingängigen und hochgradig stilisierten Animationen. Das geht über die märchenerzählergleiche Stimmführung des Off-Textes und umfasst natürlich insbesondere sprachliche Aspekte. Wir finden zum Beispiel jede Menge Metaphorisierungen, wie zum Beispiel „als blinder Passagier reißt das Virus in den Körper" oder auch hier „ahnungslos führt die Zelle jetzt einen neuen, ganz simplen Auftrag aus, kopieren und zusammenbauen bis zum letzten Auftrag, Selbstzerstörung". Auffällig sind hier die personifizierenden Metaphern, die Zellen als belebte und handlungs- und sogar kommunikationsfähige Wesen erscheinen lassen und auch eine Kampf- und Kriegsmetaphorik mit variantenreich bedient. Die Immunzellen überreagieren, geraten in Panik, das Immunsystem verfällt quasi in Kampfrausch und setzt mehr Soldaten ein als nötig. Das gesamte Netz aus Transport-, Kommunikations- und Kriegsmetaphern, das schon Eva Gredel in ihrer Arbeit über metaphorische Muster zum Diskursobjekt Virus aufgezeigt hat, all das lässt hier die abstrakte Größe Virus anschaulich werden und erlaubt vor allem auch narrative und dramatisierende Ausgestaltung. Auch andere Strategien der populärwissenschaftlichen Vermittlung finden sich in diesem Text, zum Beispiel die Erklärung von Fachwörtern, die
Zellen haben keine Augen und Ohren, sie kommunizieren über Zytokine, winzige Informationsproteine und so weiter. Gewissermaßen als Gegengewicht zu den sehr alltagsnahen metaphorischen Beschreibungen finden wir eben auch fachsprachliches Register, um sozusagen die Wissenschaftlichkeit des Themas wieder in Erinnerung zu rufen. Es wird aber eben sofort übersetzt in ein alltagssprachliches Register. All das ist, wie gesagt, geradezu lehrbuchmäßig umgesetzt und deckt sich wirklich passgenau mit den Befunden, die schon Niederhauser 1997 für die populärwissenschaftliche Vermittlung gezeigt hat, aber die auch in anderen linguistischen Arbeiten zum Thema Wissenschaftskommunikation von Klemm, Biere, Liebert und anderen vielfach aufgezeigt wurden. Allerdings kommt jetzt eben in dem multimodalen und hypertextuell organisierten YouTube-Video noch was dazu. Denn zum eigentlichen Video gibt es ja noch andere Textteile, die wichtig sind und die dieses ganze Kommunikat auszeichnen. Und besonders erwähnenswert ist hier der als Google Doc hinterlegte Begleittext, der in der Videobeschreibung hier erwähnt wird, aber auch in dem angehefteten Kommentar gleich zu oberst. Das Dokument ist, hier mein Ausschnitt, ist so aufgebaut, dass einzelne Zitate aus dem Video, hier fett hervorgehoben, herausgegriffen und mit weiteren Belegen noch vertieft werden. Manchmal werden dann auch noch weitere Paraphrasen geliefert und das Interessante ist, dass das relevante dass die Quellen benannt werden und das relevante Zitat auch mitgeliefert wird. Wer aber möchte, kann sich auch zur Quelle durchklicken und kann sich da zum Beispiel auch die originalen wissenschaftlichen Visualisierungen ansehen oder sich, wie in diesem Fall, sogar den Rohdatensatz herunterladen. Was wir hier also sehen, ist einerseits die in der Fachsprachenforschung vielfach beschriebene vertikale Schichtung fachlicher Kommunikation. Die hochspezialisierten wissenschaftlichen Paper werden in ihrer sprachlichen Zugänglichkeit systematisch verbreitert, und zwar durch eine ganze Reihe von Textsorten verschiedener Diskursakteure hindurch. Ja, also vom Journal über den Überblicksartikel, die Informationsseiten, bis es letztlich bei sowas wie dem gezeigten YouTube-Video landet. Und besonders die sprachliche Ebene, da lassen sich vor allem auch solche Transformationen dann beobachten, die Niederhauser beschrieben hat, wie etwa die Reduktion der Informationsdichte und Informationsfülle, die genau diese Verbreiterung sprachlich ausmachen. Allerdings in der hypertextuellen Organisation des gesamten Kommunikats ist es so, dass Nutzende diese Übersetzungsleistungen direkt nachvollziehen und gewissermaßen den Weg der Rückübersetzung selbst beschreiten können. Sie können sich eben wieder bis zum Journal-Artikel durchklicken und das kennt man so aus älteren Formaten in dieser Form nicht. Und schon in Kommentaren wie diesem hier, in YouTube-Kommentaren wie diesem hier, ich habe ihn nicht mehr drin, man kann in Kommentaren dann sehen, dass der von Nutzenden auch tatsächlich begangen wird, indem sie genau diese Quellen herausgreifen, darauf verweisen und daran anschließend dann weiter diskutieren. Auch beim Podcast mit Christian Drosten und Sandra Ziesek lässt sich Ähnliches beobachten. Wir finden auch hier zahlreiche Metaphern, zum Beispiel die Rede von der Abteilungen des Immunsystems, Immunpolizei, Zellpolizei, die Angreiftruppen bilden. Und wir finden auch, dass Drosten die Übersetzungsleistungen thematisiert und auch reflektiert, die ausdrücklich den Sprung schaffen muss von dem Fachterminus hin zu einem hinreichend assoziativen Wort der Alltagssprache. Wie in diesem Beispiel, wo Avidität zuerst mit Bindungsstärke übersetzt wird, womit man auch nichts wirklich anfangen kann. Und dann wird es noch weiter runtergebrochen in Gier und Gierigkeit mit sehr umfassendem Assoziationspotenzial. Soweit so bekannt, aber auch hier ist es eben so, dass zusätzlich zu den eigentlichen Podcast-Folgen im Audioformat noch die Verschriftlichungen zu finden sind auf der Webseite des WDR. Und hier ist es so, dass da auch die Quellen, auf die sich Drosten und Ziesek beziehen, direkt mit angegeben werden.
Und die lassen sich dann auch anklicken und lassen sich direkt aufsuchen. Auch hier können also die Übersetzungsanstrengungen, die im Podcast unternommen werden, direkt nachvollzogen werden. Durch den Nutzenden und die Rezipierenden werden geradezu eingeladen, diese Rückübersetzungen auch selber vorzunehmen. Und auch hier kann man zum Beispiel auf Twitter nachvollziehen, dass dieser Weg gegangen wird, in diesem Beispiel mit dem Jürgen Hermes, hallo Jürgen, eine von Drosten besprochene Grafik heraussucht und dann in die Twitter-Sphäre einspeist und man sieht, dass es dann auch direkt sich eine Diskussion daran anschließt. Ein weiteres interessantes Verfahren findet sich in dem berühmten Corona geht gerade erst los, Video von MyLab, das ich hier einmal kurz zeigen möchte. Wir finden auch hier, dass die erwähnten Quellen und Ressourcen in der Videobeschreibung verlinkt werden. Aber noch was ist interessant, ich kann es aus Urheberrechtsgründen nicht abspielen, aber ich kann mich hier mal durchklicken, denn wir finden, dass in einer Art Reenactment die Nutzung der erwähnten Ressourcen und Quellen direkt vorgeführt wird, einschließlich solcher medialer Artefakte wie Maus- und Scrollbewegungen, Markierung von Textpassagen und so weiter. Ja, also viel stärker noch als durch das bloße Verlinken von Quellen wird durch dieses Vorführen der Nutzung, dadurch werden Rezipierende direkt zum Nach- und Mitmachen eingeladen. Und bei einem anderen Video können wir sehen, in Kommentaren wie diesem, dass Nutzerinnen dieser Einladung eben auch wiederum folgen. Und damit möchte ich zunächst einen Schritt zurücktreten und für solche transmedial organisierten Übersetzungen und Rückübersetzungen den medientheoretischen Begriff der Transkriptivität vorschlagen, so wie ihn Ludwig Jäger geprägt und Simone Hekerin für den Begriff der Wissenschaftskommunikation fruchtbar gemacht haben. Simone müsste auch im Publikum sein. Hallo. Transkriptive Verfahren lassen sich ganz allgemein bestimmen als Praktiken der weiterverarbeitenden Erzeugung von Sinn, also nicht nur Vermittlung, sondern tatsächlich Erzeugung von Sinn, welche, so formuliert Hekerin, durch Readressierung und Umschreibung, wie sie sich in transmedialen Rekontextualisierungen beobachten lassen, zu einer Lesbarmachung von Welt beitragen. Das heißt, bezogen auf unser Thema, die zunächst einmal nur Experten zugängliche Welt und ihre Codes werden durch eine Reihe von Transkriptionen für eine größere Öffentlichkeit lesbar gemacht und besonders intermediale Transkriptionen erzeugen einen Sinnüberschuss, sorgen für eine semantische Flexibilität, die dann in Anschlusskommunikationen weiter fruchtbar gemacht werden kann. Der prinzipielle Eigensinn von Medialität kann gerade also im Medienwechsel produktiv gewendet werden, in Visualisierungen zum Beispiel, in Bildbeschreibungen oder auch im Wechsel zwischen den durch mediale Affordanzen geprägten sprachlichen Registern. Gegenüber dem Begriff des Transfers bietet der Begriff der Transkriptivität in meinen Augen den Vorteil, eben diese sinnerzeugende Eigenlogik von Medien und von transmedialen Übersetzungen sehr viel besser einfangen zu können. Nicht nur wird eine problematische Containermetaphorik vermieden, ganz so, als gelte es, Wissen eben nur in die Öffentlichkeit hin zu transferieren, gewissermaßen umzupflanzen. Auch eignet sich der Begriff der Transkriptivität gerade für digitale Medien besonders gut, die sich ohnehin durch eine laufende Remediation auszeichnen, wie Bolter Grusin das genannt haben, also die Integration verschiedenster medialer Inhalte, die allerdings bei jeder Nutzung immer neu reorganisiert werden können. Dementsprechend halte ich das Konzept auch für flexibel genug, um gerade die digitalen Wissenschaftskommunikationsformate, und zwar einschließlich der in den Kommentarbereichen oder auf Twitter persistenten und auch persistent sichtbaren Anschlusskommunikationen erfassen zu können. Ja? Und also gerade dieser Fokus auf die Anschlusskommunikation, den finde ich an dieser Stelle so wichtig und so interessant. Und gerade in den sozialen Medien können wir ja noch was anderes beobachten, denn die Interaktionsmöglichkeiten zwischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftskommunikatorinnen
und Rezipierenden haben sich hier vervielfacht. Natürlich gab es Call-in-Formate in Sendungen mit WissenschaftlerInnen in TV und Radio auch schon früher. Und wir haben im Podcast Coronavirus Update Hörerfragen, die beantwortet werden. Das ist als solches nichts Neues. Aber auf dem YouTube-Kanal MyLab finden wir eben zum Beispiel sehr regelmäßig, dass sich die Redaktion direkt an den Diskussionen in den Kommentarbereichen beteiligt. Hier zum Beispiel im gewählten Register durchaus angepasst an den YouTube-Kommentartypischen Sprachgebrauch und den hier charakteristischen epistemischen Würdigungen. Hier stimmt dann MyLab dem User zunächst zu, es ist tatsächlich tricky, und ergänzt dann mit einer Mischung aus Lob für die Wissenschaft und auch Selbstaufmunterung. Ja, man kann nur hoffen, dass wir es immer besser hinkriegen werden mit Hilfe der Wissenschaft und so weiter. In diesem Beispiel sieht man, dass die Redaktion auch vermittelnd und präzisierend eingreift, nachdem ein User unter Verweis auf eine Lancet-Studie sich impfkritisch gezeigt hat. Und hier wird dann auf eine hilfreiche Übersicht zu verschiedenen Studien zu SARS-CoV-2-Impfstoffen verwiesen. Und so lässt sich an ganz vielen Stellen zeigen, dass gerade im digitalen Diskurs wissenschaftliche Quellen direkt in die Interaktion zwischen den einzelnen Diskursakteuren eingebunden werden. Und ein besonders eindrückliches Beispiel dafür, wie gerade vermittels der sozialen Medien Wissenschaftlerinnen selbst die Anschlusskommunikation auf ihre Übersetzungsleistungen rekursiv aufnehmen, ihre eigenen Formate, das ist Christian Drosten, dessen aktive und auch passive Twitter-Präsenz ja schon von Constanze Marx beleuchtet wurde. Drosten hat es innerhalb kürzester Zeit auf über 600.000 Follower gebracht und hat mit manchem Tweet das Diskursbarometer in Deutschland schon maßgeblich beeinflusst. Und jetzt mal ein etwas älteres Beispiel. Drosten hat am 13. April eine einigermaßen komplexe Grafik aus einer Nature-Studie getwittert. Es gab dann sehr viele Replies, die nicht selten von Überforderung zeugen, darunter auch eine von Renate Künast, die Drosten höflich darum bittet, das doch mal ein bisschen weiter runterzubrechen und ein laientaugliches Abstract zu verfassen, ob sie uns da ein kleines Abstract machen. Und genau dem kommt Drosten daraufhin auch nach und wiederholt es also nochmals mit eigenen Worten und in alltagstauglichem Register. Und genau das macht Drosten tatsächlich sehr systematisch. Immer wieder greift er einzelne transkriptive Umschreibungen der eigenen wissenschaftskommunikativen Beiträge auf Twitter heraus und nutzt sie für Präzisierungen, für Ergänzungen und Richtigstellungen und besonders berühmt auch für direkten Widerspruch. Es ist hier auch so, dass die Grenzen zwischen den rein wissenschaftlichen Beiträgen und solchen, wo er auch persönliche Positionierungen durchscheinen lässt, durchaus fließend sind. Und es ist längst klar, dass Drosten auch die Klaviatur des Invektiven wirklich sehr brillant beherrscht. Was wir hier beobachten können, entspricht, meine ich, dem, was in der Diskursanalyse mal als Vervielfältigung und Integration von Kommunikationsarenen in digitalen Diskursen beschrieben worden ist. Dazu ein Zitat von Fraß Penzoldt. In Zeiten der Digitalität vervielfältigt die veränderte kommunikative Organisation von Diskursen das Repertoire an öffentlichen Arenen, kommunikativen Formaten sowie problematisierbaren Themen und Meinungen, womit eine Integration und Ausdifferenzierung von institutionalisierten und privaten Öffentlichkeiten einhergeht. Und damit, mit diesem Bild, meine ich, das Diskursfeld, in dem sich Wissenschaftskommunikation vollzieht, sehr viel besser erfasst als mit dem Bild von Wissenschaft hier und Öffentlichkeit dort, sodass das Wissen sozusagen nur in eine Richtung transferiert werden muss. Die Übersetzungs- und Rückübersetzungsprozesse, die ich im Vortrag beschrieben habe, unter dem Dachbegriff transkriptive Verfahren, die dann sozusagen ganze Transkriptionsschleifen bilden. Diese Übersetzungs- und Rückübersetzungsprozesse sind in eben solchen Kommunikationsarenen organisiert, die sich deshalb auch nicht so sehr nach einem Modell der Vertikalität beschreiben lassen, sondern eher als Stätten wechselseitiger
Beobachtungen zu beschreiben wären. Ganz so wie Sportarenen, die hier ja metaphorisch Pate stehen, da ist es ja auch so im Stadion rund, dass das Publikum hier immer auch sich selbst beobachtet und das Publikum selbst auch die Rolle von Vorführenden übernimmt durch Fankoreografien oder Ähnliches. Ja? Und so wie Arenen auch Stätten des Wettkampfs sind, so sind auch die Kommunikationsarenen der Wissenschaftskommunikation durchaus agonal strukturiert. Und all das können wir gerade auf Twitter ja nachvollziehen. Das heißt also, ne, wechselseitige Beobachtung und rekursive Anschlusskommunikation statt vertikaler Transfer. Dieser Perspektivwechsel, das wäre mein Vorschlag für die theoretische Fassung transmedialer Wissenschaftskommunikation. Mein Vortrag war jetzt eher konzeptioneller Natur. Ich konnte aber hoffentlich doch mit meinen empirischen Beispielen zeigen, andeuten, welche empirischen Untersuchungsmöglichkeiten und auch Methoden sich aus einer solchen Perspektive auf das Feld der Wissenschaftskommunikation ergeben. In Zeiten digitaler Medien, wo Kommunikation dauerhaft sichtbar ist und reflexive Bezugspunkte für Anschlusskommunikation bereitstellt, tun sich gerade hier in der Anschlusskommunikation ganz neue Untersuchungsfelder für die linguistische Wissenschaftskommunikationsforschung auf. Ganz so wie Hans-Jürgen Bucher es in seinem YouTube-Projekt ja schon gezeigt hat, wo auch Kommentare auf Wissenschaftsvideos auf YouTube in die Analyse mit aufgenommen werden. Und noch einen Aspekt möchte ich abschließend hervorheben. Ich hatte eingangs erwähnt, dass die Covid-19-Pandemie bei aller politischen Diskursivierung im Kern immer noch ein Gegenstand der Naturwissenschaften ist. Damit ist eine Kluft angedeutet zwischen Hard Science und öffentlichem Diskurs, der natürlich problematisch ist und der auch in gewisser Weise dem widerspricht, was ich dann in der Folge im Vortrag ausgeführt habe. Und deswegen glaube ich, hoffe ich, dass meine Perspektive, die ich hier vorgestellt habe, Möglichkeiten aufzeigt, im ganz Konkreten zu untersuchen, wie denn hier die Fäden im Einzelnen ineinander laufen und wie sich die angedeutete Diskursivierung von wissenschaftlicher Erkenntnis konkret vollzieht. Und damit danke ich für die Aufmerksamkeit. Die Slides mit den bibliografischen Angaben sind in der Videobeschreibung verlinkt. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Tschüss.